Ja, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, heute gibt es die FC Sommer News Ausgabe Nummer 4. Ich habe ja passend zur Ausgabe Nummer 4 auch 4 Punkte, wo ich heute mit euch drüber sprechen möchte. Ja, es geht hauptsächlich um Gerüchte, Personalentscheidungen und ja, die interessante Position Stürmer beim FC, wo man ja bekanntlich sucht. Und ja, da könnte langsam ein bisschen Bewegung reinkommen. Zwecks eben Gerüchte, aber auch durch eine Entscheidung, die ja innerhalb des Vereins getroffen wurde, die ich persönlich nicht übel finde. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, starten wir mit dem ersten Punkt von 4. Und ja, der für mich persönlich eigentlich vorher schon unabdingbar war, wo man jetzt aber immer mehr rausliest, dass es wohl dazu kommen soll und wahrscheinlich auch wird. Sebastian Andersson. Ja, Freunde, Sebastian Andersson und der FC. Schwierige Kiste, würde ich mal sagen. Für mich persönlich, ohne dass hoffentlich die Leute wieder reinschreiben, Fabi, du hatest Andersson zu sehr. Für mich persönlich bleibe ich dabei, liegt er den Erwartungen immer noch meilenweit zurück und passt auch einfach nicht in das Spielsystem von Steffen Baumgart. Natürlich kann man jetzt sagen, Toni Modest ist auch ein reiner Strafraumstürmer. Ja, trotz allem, wenn man sieht, was Toni Modest diese Saison gerade läuferisch nochmal zugelegt hat, ja, ist denn im Andersson halt da auch läuferisch einfach Lichtjahre überlegen. Torquote brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Natürlich wurde ein Andersson in der Vergangenheit immer öfters von Verletzungen zurückgeworfen. Trotz allem, wenn man sieht, dass ein Tim Lamperle, der halt, ich weiß es nicht genau, aber praktisch die Hälfte der Spielzeit von Andersson hatte, nur ein Tor weniger erzielt hat, weiß ich nicht, Freunde, keine Ahnung. Und es stellt sich halt für mich auch immer die Frage, gerade so in dem Punkt, du willst ja Gehälter und damit Geld einsparen, bringt dich das weiter, einen Spieler versuchen zu halten, wie Sebastian Andersson, der wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gehalt beim FC hat und bei dem du halt immer noch auf einen Durchbruch wartest und der Mann ist halt auch schon Ü30. Ja, ist auch für mich immer noch einer mit der Punkte, wo Held halt richtig reingeschissen hat, so einen Spieler damals geholt zu haben. Aber das Fass will ich jetzt wieder nicht aufmachen. Ich weiß, es gibt immer noch viele Held-Befürworter und Supporter, deshalb lass uns das Thema einfach lassen. Abgesehen davon, Andersson beim FC immer noch Lichtjahre hinter den Erwartungen und er wird beim FC meiner Meinung nach den Durchbruch auch nicht mehr schaffen. Er ist zwar jetzt in der vergangenen Saison relativ verletzungsfrei geblieben, hat sich auch in vielen Spielen reingehangen, aber das fehlende Tempo ja, und dazu dann halt auch noch die Forderung, dass er halt Stürmer Nummer 1 sein will und immer spielen will, plus das wahrscheinlich gute Gehalt passt halt nicht zusammen zu der allgemeinen Situation, die der Verein hat. Und ja, deshalb denke ich, dass an dem, dass man munkelt, dass er den Verein verlassen könnte oder soll, auch was dran ist. Ich glaube, es ist einfach nur der logische Schluss und ich glaube, die allermeisten Leute von euch werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Ja, Punkt Nummer 2. Es geht direkt weiter in Sachen Stürmer. Es wurde eine Personalentscheidung intern getroffen und zwar hat der gute Florian Dietz einen Profivertrag beim FC bekommen und ja, was so ein bisschen das Interessante daran ist, also erstmal, er hat eine super Quote in der U21, 18 Spiele, 13 Tore und 1 Assist. Was man sagen muss, der Mann ist halt schon 23 Jahre, wird jetzt Anfang August dann schon 24, das heißt, er würde dann quasi als 24-Jähriger dann, ja, quasi noch richtiger Profi. Ja, aber man sieht ja, es gibt im Fußball auch viele Beispiele, auch ein Hector ist mit damals fast 23 dann erst Profi geworden. Es gibt genug Beispiele, da muss man jetzt nicht Hector nehmen, man kann auch zum Beispiel nach England zu Vardy oder so gucken. Es gibt so viele Spieler, die auch noch relativ spät den Durchbruch geschafft haben und ja, ich glaube, dass Dietz wahrscheinlich auch Möglichkeiten gehabt hätte, zweite sogar oder zumindest dritte Liga wahrscheinlich zu spielen. Jetzt hat man ihn bis 2025 gebunden.
irgendwie das neue Wunschjahr beim FC. Gefühlt wird jeder bis 25 jetzt verlängert oder gebunden. Aber ja, egal, nur kurz erwähnt. Ja, und er hat es sich einfach mit seinen Leistungen verdient. Ich persönlich glaube ja auch, dass Tim Lampard in der nächsten Saison noch mehr Einsatzzeiten bekommen wird. Aber ich glaube, dass man auch mit ihm einen Spieler hat, der für das Alter schon relativ viel durchgemacht hat und halt auch eine gute Torquote hat. Und wie Thomas Kessers gesagt hat, er hat sehr außergewöhnliche Fähigkeiten einfach vor dem Tor. Und ja, deshalb glaube ich, macht man damit nichts falsch. Wird wahrscheinlich, weil er halt eben von der U21 hochgezogen wird, jetzt auch nicht das dickste Gehalt haben. Und ich glaube, wenn er zumindest ein paar Einsätze bekommt und vielleicht auch ähnlich wie beispielsweise Anderson nicht den großen Durchbruch schafft, hast du dann für diesen Spieler zumindest einen Markt für die zweite oder dann eben dritte Liga. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man doch da gehen kann und es einfach mal versuchen kann mit Florian Dietz. Es freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Es haben auch viele damals in meinem Video, wo ich ihn mitgenannt habe, bei den Spielern, wo ich glaube, er könnte den Durchbruch schaffen, haben auch viele von ihm geschwärmt. Deshalb freue ich mich für den Jungen. Ich hoffe, dass er ja, es schaffen wird, die Leute zu überzeugen, dass ja, er vielleicht doch noch zum Bundesliga-Profi werden kann in diesem Alter. Und ja, dritter Punkt in diesem Video ist ja der dritte Punkt auch wieder zum Stürmer. Und zwar wurde jetzt das Gerücht wieder aufgerollt, laut Transfermarkt, was es ja im Winter, im vergangenen Winter schon gab. Der FC soll wieder einen neuen Anlauf nehmen bei Steffen Tigges von Borussia Dortmund, meine Freunde. Ja, Steffen Tigges, seines 23 Jahre alt und 1,93 Meter groß, ist auch ein Linksfuß, das heißt auch mal wieder ein Spieler, ja, mit etwas anderen Fähigkeiten zu den Spielern, die wir haben, ist natürlich auch eher ein Strafraumstürmer, kommt auch über Kopfballstärke, alleine aufgrund seiner körperlichen Wucht und seiner Größe. Aber mit einem Linksfuß mal ein anderer Spieler und ein Spieler, der meiner Meinung nach trotz seiner Größe auch technisch nicht so schlecht ist. Also die Spiele, die aber Dortmund als Einwechselspieler gemacht hat, waren schon stark, fand ich. Und er hat jetzt in der abgelaufenen Saison zwar nur 9 Spiele gemacht, konnte aber trotzdem 3 Tore erzielen. Und ich glaube, ja, das wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal so tippen, dass man den Jungen vielleicht maybe mit Kaufoption ausleihen könnte. Könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was da für ein Deal möglich wäre. Und ja, ich glaube, dass Steffen Tigges ein interessanter Junge ist, der sich noch gut entwickeln kann. Natürlich werden jetzt die einen oder anderen sagen, dann kann man auch auf Dietz und Lampard setzen, natürlich, aber Dietz und Lampard sind jetzt beide keine Wandspieler, wie man sie quasi ja sucht oder wie man ihn sucht. Deshalb ist man ja beispielsweise meiner Meinung nach auch an Pfeiffer oder Dietz eben dran. Dietz und Dietz, perfekt. Weil die halt beide 1,90 oder Pfeiffer sogar, glaube ich, 1,96 und beide über 90 Kilo sind natürlich Brecher, ne? Ist ein Tigges halt auch. Ein Dietz und ein Lampalle sind jetzt nicht so krass die Brecher wie die anderen, ne? Deswegen, ja, denke ich persönlich mal, dass er doch schon eine Alternative ist. Denn man hat ja gesagt, bevor man jemanden verpflichten kann, muss man halt erstmal verkaufen. Und das ist dann die Frage, ob ein Pfeiffer und ein Philipp Tietz von Darmstadt noch zu haben sind, wenn man halt jetzt erstmal auf Verkäufe warten muss. Ne? Bietet sich dann vielleicht an, falls man Tigges ausleihen kann oder maybe sogar mit Kaufoption ausleihen kann. Ich halte sehr viel von ihm. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er bei Dortmund den Durchbruch schaffen wird und auch kann, weil letztlich, Freunde, muss man ja auch einfach so sagen, wird Dortmund wahrscheinlich einen neuen Stürmer holen. Man hat einen Adeyemi, der zwar eher hängend spielt, aber halt auch auf der Stürmerposition spielen kann. Und Sebastian Haller wird ja mal gehandelt. Wenn man die beiden hat, ja, wird es schwer für den Jungen, sich da durchzusetzen. Deshalb, ja, gute Chance, maybe vielleicht den Schritt zum FC zu wagen und sich da weiterzuentwickeln und ein bisschen mehr zu spielen. Und ja, der vierte Punkt, jetzt abseits von den ganzen Stürmergerüchten, ist, ja, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, die DFB-Pokal-Auslosung. Ja, wir treffen in der ersten Pokal-Hauptrunde auswärts, ja, mal wieder auf Jahn Regensburg. Und ich muss euch schon sagen, ich war schon ein bisschen abgefuckt. Ich habe in dem Moment gestreamt, ich habe den Live-Chat abstimmen lassen, sollen wir auf die Pokalauslosung reacten oder auf ein YouTube-Video, was ich ausgesucht hatte, und es war einstimmig, ich soll mir die Pokalauslosung angucken.
Ja, dann haben wir die Pokalauslosung angeguckt und direkt das erste Los war Jan Regensburg und dann der Gegner von Regensburg waren dann direkt wir. Perfekt. Kevin Großkreuz, GG, danke für nix. Ja, wahrscheinlich das mit schwerste Los, was man haben konnte. Regensburg wurde dann in den letzten Spielen aufgrund einer Niederlagenserie bis Platz 15 durchgereicht, ist damit dann in Top 2 gewesen. 15 bis 18 in der zweiten Liga ist er dann quasi in Top 2. Ja, und dann haben wir den 15. bekommen. Regensburg meiner Meinung nach aber spielerisch klar besser als Platz 15. Die wurden halt einfach durchgereicht, weil die Liga halt so knapp war und die halt am Ende einen schlechten Run hatten. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unangenehm. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also allgemein, weil du im Pokal ja gut Geld machen kannst oder für unsere Verhältnisse gut Geld machen kannst, wenn du da ein bisschen weiter kommst. Ja, wird sehr wichtig, da nicht mit einem Fehlstart in die Saison reinzugehen. Ich muss sagen, ich habe echt Respekt vor Jan Regensburg. Die machen da schon seit ewigen Jahren gute Arbeit und es wird ein sehr, sehr, sehr ekelhaftes Spiel. Und wer sich an das Pokalspiel mit Gisto erinnert, wo wir 2-0 geführt haben und es noch verkackt haben. Ich bin da ein bisschen gespalten. Also ich sage jetzt nicht, dass wir da rausfliegen. Ich glaube, dass wir weiterkommen, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr ekelhaftes und unangenehmes Spiel. Kann man natürlich auch bei vielen anderen Spielen sagen, kann bei vielen anderen Begegnungen auch sein, aber ich war schon echt not amused über dieses Los, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, aber mal gucken. Wir müssen das Beste draus machen und ja, ich kann auch spontan 5. Punkt reinhauen. Wir werden am 16. Juli ein Testspiel gegen AC Mailand spielen im Rhein-Energie-Stadion. Holt euch Karten, sehr, sehr geil. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf und werde auf jeden Fall da sein. Und ja, das waren die 4/5 Punkte dieses Videos. Schreibt mir gerne eure Meinung rein zu dem Profivertrag für Dietz, zu den Gerüchten um Tigges oder auch was ihr denkt bezüglich ja, des Pokalloses, des Testspiels gegen AC Mailand und ja, auch was ihr zu Sebastian Andersson denkt, ob ihr auch der Meinung seid, dass da ein Abgang wohl das Beste wäre. Ja, ich bin wie immer auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir zu allen 5 Punkten gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls du neu bist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache, wieder, meine Freunde. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao.